In diesem Video will ich mal meine Begeisterung über das Stereo-Headset STH32 von Sony zum Ausdruck bringen. Leider bin ich für das Video jetzt nicht bezahlt worden, trotzdem haben mir die sehr gut gefallen. Fangen wir mal bei den Vorteilen an. Das ist ein kabelgebundener Kopfhörer. Man muss also nichts laden und es gibt keinen Akku. Dadurch sind die Kopfhörer natürlich auch total klein und ich kann die in jede Hosentasche verschwinden lassen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die komplizierte Bluetooth-Kopplung entfällt. Was meine ich damit? Naja, ich habe öfters mal zu Hause das Problem, dass ich halt meine Bluetooth-Kopfhörer nicht ordnungsgemäß abschalte und das dazu führt, dass sie mit dem Handy gekoppelt bleiben und alle Benachrichtigungstöne dann auf das Headset geschickt werden und ich am Handy nichts mehr höre. Und bis ich das merke, vergehen immer 2 Stunden. Das habe ich ja theoretisch auch bei kabelgebundenen Kopfhörern, aber die lässt man ja in den seltensten Fällen im Handy stecken. Ein großes Plus ist die Fernbedienung. Das ist die beste, die ich bisher gesehen habe an einem kabelgebundenen Kopfhörer. Das kommt einfach daher, dass ich eine Plus-Minus-Taste habe für die Lautstärke und ich habe so einen Knopf in der Mitte und der hat ganz verschiedene Funktionen. Zum Beispiel kann ich im Telefongespräch mich auf Mute schalten, wenn ich kurz drücke. Wenn ich lang drücke, beende ich den Anruf. Mit dem Knopf kann ich auch Anrufe annehmen oder ablehnen. Aber nicht nur das, ich kann den Knopf auch dazu benutzen, um zum Beispiel meinen Musiktitel, der gerade spielt, zu pausieren oder mit dem Doppelklick auf den nächsten Titel zu springen. Oder mit einem Dreifachklick kann ich auch wieder an den Anfang des Titels springen, der gerade läuft und nochmal ein Dreifachklick, dann geht's ein Titel zurück. Das ist recht kompliziert, aber eine Funktion, die man in den seltensten Fällen nutzt. Wichtiger ist das Pausieren und die Funktionalitäten beim Anruf. Und damit habe ich sogar einen kleinen Vorteil als Pendler zum Beispiel gegenüber den AirPod-Nutzern, denn die müssen immer irgendwie ans Ohr kommen und da dran rumfummeln und ich kann einfach vor mir auf diese Fernbedienung drücken und wenn ich in einem überfüllten Zug sitze, dann habe ich schon festgestellt, ist es leichter vorne diese Fernbedienung zu drücken, als sich da am Ohr rumzufummeln. Ich habe jetzt selber keine AirPods, aber bei den Recherchen habe ich festgestellt, dass die Lautstärke nur beeinflusst werden kann, indem ich mit Siri spreche und Siri dann den Befehl gebe, die Lautstärke runterzudrehen. Das kann ich mir als Pendler zum Beispiel gar nicht vorstellen, dass ich dann im Zug sitze und anfange mit Siri zu reden, um die Lautstärke zu regeln. Das wäre mir viel zu peinlich, da würde ich dann wahrscheinlich das Handy rausholen und das dann damit regeln. Bleiben wir mal bei dem Pendlerbeispiel. Sobald ich pendle, ändert sich ja auch ständig die Umgebung, also die Umgebungsgeräusche, mal sitze ich im Zug, mal laufe ich und ich muss eigentlich ständig die Lautstärke anpassen. Ich würde das als störend empfinden, wenn ich da ständig sprechen müsste. Falls du AirPods hast und die Funktionalität ist ganz anders und ich habe das falsch verstanden, dann schreib es mir doch mal bitte in die Kommentare. Vielleicht hat Apple ja auch so eine Anpassungsfunktion an die Lautstärke, die haben ja auch teilweise Active Noise Cancelling damit drin. Ein weiterer großer Vorteil ist das qualitativ gute Mikrofon und ihr hört schon die ganze Zeit das Mikrofon, denn das ganze Video ist mit dem Mikrofon aufgenommen. Natürlich habe ich Nachbearbeitung angewandt, aber auch das macht ja euer Handy beim Telefonieren sowieso. Die Kopfhörer haben kein Noise Cancelling und das finde ich ein Vorteil, denn dieses Noise Cancelling schottet mich von meiner Umgebung ab und für die Einsatzzwecke, wo ich das verwende, zum Beispiel beim Fahrradfahren oder so, würde mich das echt stören, wenn ich von außen nichts mehr mitbekomme. Das als Vorteil jetzt aufzuführen, ist ein bisschen dämlich. Klar, man kann ja auch immer Noise Cancelling abschalten, aber ich habe noch nie den Anwendungszweck für Noise Cancelling gehabt. Ein weiterer Vorteil ist natürlich der günstige Preis. Man zahlt so um die 30 Euro dafür. Da bin ich mit den AirPods, wenn ich die als Vergleich mal ranziehen darf, doch noch weit entfernt davon. Nachteile, ganz klar, es ist kabelgebunden und die Wickelei hat man natürlich immer. Und jetzt bin ich mal gespannt, welche Punkte, die ich jetzt genannt habe, ihr teilen könnt und auf die Punkte, wo ihr eine andere Meinung habt. Dafür habt ihr ja jetzt die Kommentare.